Die Opposition in Georgien erkennt das Ergebnis der Parlamentswahl von Samstag nicht an. Nachdem die pro-russische Regierungspartei Georgischer Traum zum Sieger der Wahl erklärt wurde, riefen die Oppositionsparteien zu Protesten auf. Auch die pro-westliche Präsidentin Salome Zurabishvili erklärte, dass sie die Ergebnisse nicht anerkennen werde. Sie beschuldigte Russland des Wahlbetrugs und sprach von einem Eindringen Russlands und von einer Unterwerfung Georgiens. Die EU und die USA fordern jetzt eine umfassende Untersuchung der mutmaßlichen Wahlunregelmäßigkeiten. Darüber möchten wir sprechen und ein bisschen mehr erfahren. Und in der georgischen Hauptstadt Tiflis ist für uns DW-Korrespondent Juri Rescheto. Hallo Juri, schön, Sie wiederzusehen. Hallo Karin. Die pro-russische Regierungspartei wurde also zum Sieger der Parlamentswahlen erklärt. Die Oppositionsparteien beschuldigen sie aber des Wahlbetrugs. Sie sind vor Ort in Tiflis. Was konnten Sie am Wahltag dann beobachten? Wie lief es ab? Also hier in Tiflis lief das eigentlich relativ geordnet, sag ich mal, zivilisiert ab. Das, was wir zumindest gesehen haben, wir waren in 5 Wahllokalen und überall standen so 10 bis 15 Leute gegen Mittag ungefähr. Also das heißt, die Wahlbeteiligung war schon relativ hoch, nicht nur übrigens in der Hauptstadt Tiflis, sondern in ganz Georgien. Aber nicht überall lief das ordentlich ab. Also es gab schon Wahlmanipulationen, es gab schon Wahlfälschungen. Da wurden zum Beispiel, das habe ich gesehen, so ein Video, das ging dann viral ziemlich schnell, ein Mann gefilmt, der dann, so ein Stapel von Wahlzetteln in die Ohren reinstopfte. Das Ganze wurde dann gefilmt, warum auch immer. Ich weiß nicht, wer das gefilmt hat, aber das ging sofort über sozialen Medien. Dann gab es dann plötzlich auch Videos von Wahllokalen, wo Menschen gefilmt wurden, während sie abgestimmt haben, angeblich von den Vertretern der Regierungspartei, nach dem Motto, wir gucken ganz genau, dass ihr da seid und wen ihr wählt. Also solche Unregelmäßigkeiten wurden festgestellt. Und eine kleine Besonderheit nochmal vielleicht, oder eine Anekdote für uns, zumindest hier in Tiflis haben die Menschen auf den Finger so einen Stoff bekommen, so einen Leuchtstoff, wenn sie gewählt haben, um Wahlmanipulationen zu verhindern, damit also die Leute nicht zweimal gewählt haben. Da gab es so ein Gerät, da wurde das nochmal durchleuchtet und ja, wenn es geleuchtet hat, haben die Menschen schon gewählt. Interessant. Sie sagten gerade so eine hohe Wahlbeteiligung, was Sie gesehen haben. Vor der Wahl hieß es mindestens laut Umfragen, dass eine große Mehrheit der Georgier einen europäischen Weg für das Land befürwortet. Was ist dann passiert? Warum haben die pro-europäischen Parteien dann verloren? Naja, also die Opposition behauptet und die Präsidentin dieses Landes, dass die europäischen Parteien nicht verloren haben. Aber gut, die Zentrale Wahlkommission hat festgestellt, dass eben, wie Sie schon richtig sagten, die Regierungspartei Georgischer Traum gewonnen hat. Was ist passiert? Naja, also erstens haben alle Parteien für die EU geworben, weil 80% der Georgier stabil seit Jahren für den Beitritt des Landes in die EU abgestimmt haben. Nun wissen wir, dass seit einem halben Jahr die Beitrittsverhandlungen auf Eis liegen, wegen ein paar Gesetze, die nicht EU-konform sind. Und weil die alle Parteien wissen, dass die Georgier in die EU wollen, haben sie mit der EU geworben. Die ganze Stadt, ganz Tiflis, war blau, EU-blau, mit Fahnen. Auch die Regierungspartei hat damit geworben. Nur die Regierungspartei hat es geschafft, das Thema Krieg nach vorne zu bringen und damit den Menschen auch Angst gemacht zu haben. Die haben gesagt, wollt ihr Krieg wie in der Ukraine? Dann will die Opposition. Das ist die ominöse Partei des Krieges, haben sie genannt. Wenn ihr uns wählen wollt, wenn ihr Frieden wollt, dann wählt uns, weil wir würden schon mit Russland handhaben, dass Georgien nicht in diesen Krieg hineingezogen wird. Und viele haben es geglaubt natürlich und deswegen auch gewählt. Außerdem, es gab tatsächlich auch sehr viele Menschen, die mit der Regierungspartei zufrieden sind. Ich meine, Georgien ist in den letzten 12 Jahren wirtschaftlich stärker geworden. Hier Tiflis ist auch schöner geworden. Warum soll man den Menschen auch ihre Meinung nicht auch akzeptieren? Okay. Welche Reaktionen gibt es dann tatsächlich auf der Straße? Was sagen die Georgierinnen und Georgier, mindestens die und denen, mit denen Sie gesprochen haben? Naja, Karin, Sie wissen doch, wenn man, wen man fragt, also dann kriegt man auch eine Antwort. Wir haben natürlich mit beiden gesprochen. Die einen sagen das, die anderen sagen das und jeder hat natürlich seine Wahrheit.
Eine LGBTQ-Plus-Aktivistin zum Beispiel, 24 Jahre, mit der ich gesprochen habe, die sagt, es ist furchtbar, ich packe jetzt die Tasche und fahre weg, ich verlasse Georgien, weil zum Beispiel ein schwul- und lesbenfeindliches Gesetz verabschiedet wurde hier in Georgien vor paar Wochen. Also das macht zumindest die Arbeit der Aktivisten sehr schwierig. Die Menschenrechtsaktivisten sorgen dafür, dass die oder machen sich Gedanken, wie sie weiterarbeiten, weil das sogenannte ausländische Agentengesetz verabschiedet wurde, wie in Russland, dass ja deren Arbeit sehr, sehr schwierig macht. Aber ältere Menschen sagen, Hauptsache es gibt keinen Krieg, wir wollen Wohlstand, wir wollen Stabilität, wir kennen den Iwanischwili, das ist der Milliardär, der Gründer der Regierungspartei, wir wissen, was wir mit ihm haben, wir wollen keine Veränderungen. Und diese Menschen sind natürlich froh, dass die Regierungspartei gewonnen hat. Also aus Ihrer Sicht, dann ist es eher die große Angst vor Russland oder vor einer Wiederholung des Krieges, was Sie in 2008 erlebt haben, vielleicht die große Entscheider gewesen hier in dieser Wahl. Ja, vor allem das. Ja, das würde ich sagen, das ist zumindest einer der entscheidendsten Aspekte, einer der entscheidenden Gründe. Aber es gibt natürlich andere. Ja, nehmen wir die Landwirtschaft zum Beispiel. Landwirtschaft ist ein großes Thema hier, es ist eine wichtige Sparte. Und viele Weinhändler beispielsweise verkaufen sehr, sehr, sehr viel Wein nach Russland. Der georgische Wein ist wahnsinnig populär in Russland. Die haben es aber schwer, nach Europa ihren Wein zu verkaufen, weil natürlich da Konkurrenz sehr groß ist. Die sagen, warum sollen wir mit Russland die Beziehungen auf Eis legen? Warum sollen wir Sanktionen erlassen, wenn wir so viel von Russland mit Russland handeln können? Also es ist sozusagen, jeder hat so sein Interesse. Die georgische Präsidentin Salome Zurabishvili will das Wahlergebnis nicht anerkennen und macht eine angebliche russische Einmischung in die Wahl für das Ergebnis verantwortlich. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Also die russische Einmischung, ich sag mal so, Karin, ich war ja 7 Jahre in Russland Korrespondent, bevor ich ja sozusagen hierher gekommen bin. Da ist vieles, was ich gesehen habe oder was die Menschenrechtler oder was die OSZE auch Wahlbeobachter berichtet haben, vieles hat mich schon an Russland erinnert. Zum Beispiel diese Kameras, die da überall standen oder eben diese Wahlzettel, die massenhaft reingesteckt wurden. Also es waren schon russische Modelle, sag ich mal. Ob die Russen wirklich dahinter stehen, das weiß ich nicht. Aber der Wahlbetrug, der beginnt ja nicht beim Wahltag an. Der beginnt ja schon Wochen, Monate vorher, wenn zum Beispiel die Oppositionskandidaten eingeschüchtert werden, zusammengeschlagen werden, wenn die dann in den letzten entscheidenden Wochen viel weniger Sendezeit im Fernsehen bekommen als die Regierungspartei. All diese Muster, die alle kommen natürlich auch aus Russland. Auch das kenne ich als Russland-Korrespondent zu Genüge. Was bedeutet das jetzt dann für die georgische Opposition? Es sind 4 Oppositionsparteien, glaube ich. Welche Optionen haben Sie denn überhaupt? Ja, es sind schon mehrere, es waren insgesamt 18 Parteien, aber Sie haben vollkommen recht, Karin, da sind die 4 die größten, die auch die besten Chancen hatten, die auch nach der Ansicht der Opposition und der Präsidentin eben die Mehrheit im Parlament hätten, um die Regierungspartei rauszujagen. Also, Sie wollen jetzt die Arbeit im Parlament boykottieren. Eigentlich kann die Regierungspartei keine Mehrheit bilden, braucht Koalition. Niemand will mit denen koalieren von der Opposition. Die wollen jetzt zu Protesten aufrufen und hinter mir ist ja Platz der Freiheit. Sollen heute die Proteste starten, mal sehen, wie zahlreich sie sein werden. Ob die Menschen tatsächlich dem Aufruf der Opposition folgen, immerhin hat die Präsidentin zum Boykott der Wahl, zu Protesten aufgerufen. Das ist aus der Sicht der Opposition schon mal gut, weil die Opposition auch zersplittert ist. Also entscheidend ist, ob die Menschen wirklich lange und zahlreich protestieren und ob dann die Regierungspartei darauf reagiert, steht auch in den Sternen, denn sie behaupten, sie hätten die Wahl gewonnen. Der georgische Premierminister Kobachidze behauptet seinerseits, seine Regierung sei weiterhin der europäischen Integration verpflichtet. Das war der große Wunsch. Wie glaubwürdig ist das? Naja, also den Wählern sagt er natürlich, Moment mal, wir sind natürlich auch für die EU. Das Einzige, was nicht, diese Beitrittsverhandlung ist ein technisches Detail. Das regeln wir schon, das kriegen wir schon hin, macht euch keine Gedanken. Die EU will uns, wir wollen die EU. Das heißt also, ja, wie ich schon sagte, die werben alle für die EU. In Wirklichkeit, Karin, aber ist das, was die machen, die Politik insbesondere der letzten 2,5 Jahre nach Beginn des Ukraine-Krieges, alles andere als europafreundlich. Denn ich habe ja schon 2 Gesetze erwähnt, allen voran das sogenannte Gesetz über die ausländischen Agenten. Also es heißt hier Gesetz gegen die
ausländische Einflussnahme, so heißt das. Das ist eine absolut russische Erfindung. In Russland gibt es das Gesetz schon seit Jahren. Das macht die Arbeit der NKOs unmöglich. Das macht oder erschwert sie sehr und so weiter. Und der Menschenrechtler. Und dann das Gesetz für den Schutz der Familienwerte und Minderjährige, so heißt es offiziell. Das erinnert sehr an den russischen sogenannten Anti-Gay-Propaganda-Gesetz, da wo die LGBTQ-Plus-Menschen gebrandmarkt werden und ja, immer schwerer haben. Und das sind ja Grundrechte, die in der EU geschützt sind. Minderheiten, auch sexuelle Minderheiten. Das scheint alles nicht mehr gegeben zu sein hier in Georgien. Und ob das sich ändert, Politikwissenschaftler sagen wohl kaum. Es wird eher davon ausgegangen, dass die Schraubenmütter sozusagen enger gezogen werden, sprich, dass die Gesetze noch restriktiver werden. Das klingt natürlich nicht so gut. Was erwarten Sie jetzt in den kommenden Tagen, Juri? Na ja, schwer zu sagen. Wie ich schon sagte, wenn die Menschen jetzt wirklich lange und ja, tough, ne, hier protestieren, vielleicht könnte was passieren. Aber es ist kalt in Georgien und die Proteste, die es ja hier im Sommer gab oder im Frühjahr, die werden es schwer, also jetzt werden es die Opposition schwerer haben, weil es halt, wie gesagt, kalt ist. Und noch einmal, als bei den früheren Protesten, da haben die Menschen protestiert, um etwas zu verhindern, zum Beispiel diese Gesetze. Da sind 300.000 Menschen tagelang hier auf die Straßen gegangen. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt ist die Wahl gelaufen. Jetzt wurde die Wahl auch anerkannt. Und ja, es gab Unregelmäßigkeiten. Ja, es gab Fälschungen. Aber insgesamt wurden die Ergebnisse ja anerkannt, obwohl die EU natürlich sich noch nicht geäußert hat, niemanden gratuliert hat, sagen wir mal so. Trotzdem wird es, glaube ich, die Opposition schwer haben, die Menschen tatsächlich tagelang und auch zahlreich hier auf die Straßen zu bringen. Wenn das nicht passiert, dann wird das wahrscheinlich im Sand verlaufen. Und dann gibt es ja eben die Regierungspartei, Georgischer Traum, in der vierten Amtszeit seit 2012. Danke, Juri, für diese Einschätzungen und danke sehr für das Gespräch nach Georgien. Gerne. Und aus Brüssel zugeschaltet ist unser Korrespondent Bernd Riegert. Herzlich willkommen, Bernd. In der Europäischen Union wurde diese Wahl als entscheidend für die Zukunft Georgiens und seinen Weg in die EU bezeichnet. Wie waren die ersten Reaktionen auf dieses Wahlergebnis dann in Brüssel? Ja, die Europäische Union wartet erst mal ab. Es gibt weder Jubel noch große Traurigkeit, weil man offiziell sagt, das Wahlergebnis wird so, wie es präsentiert wird, noch nicht wirklich anerkannt. Man will erst mal warten, bis die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, und auch Parlamentarier des Europaparlaments, die als Wahlbeobachter in Georgien waren, ihren abschließenden Bericht vorgelegt haben. Und wenn da dann drin steht, dass diese Wahlen fair und frei waren nach europäischen Maßstäben, erst dann wird die Kommission wahrscheinlich das Ergebnis akzeptieren. Also man setzt so ein bisschen auf Zeit und will dann auch in der kommenden Woche, da gibt es einen außerordentlichen EU-Gipfel sowieso schon in Budapest, will man dann über Georgien und die Folgen dieser Wahl erst einmal beraten. Also im Moment hat man es nicht eilig. Obwohl man natürlich weiß, dass die Regierung, also der Ministerpräsident, sagt, die Wahlen sind gültig und die Präsidentin das Gegenteil gesagt hat, auch in einem Interview der Deutschen Welle heute. Also man ist nicht ganz klar, wem soll man jetzt Glauben schenken, wer von beiden hat Unrecht und deshalb zieht man sich auf die Position zurück. Wir wollen erst mal sehen, was kommt. Es gibt Stimmen aus einzelnen Mitgliedstaaten. Die französische Regierung hat sich besorgt geäußert über das Wahlergebnis. Auf der anderen Seite ist der ungarische Premierminister Viktor Orban, der hat 10 Minuten, nachdem die Wahllokale geschlossen hatten, schon gratuliert der Regierung und der Regierungspartei Georgischer Traum. Da gab es noch gar keine offiziellen Zahlen, der war also sehr schnell. Also es gibt verschiedene Meinungen innerhalb der EU, aber offiziell hier in Brüssel. Der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, hält sich noch bedeckt. Okay, das war jetzt ganz viele Informationen. Wir entpacken das ein kleines bisschen. Was bedeutet die Wahl für Georgiens europäische Perspektive, meinen Sie, und für eine künftige EU-Mitgliedschaft, was von vielen gewollt wird?
Ja, also ich habe die Kommission heute gefragt, was muss denn jetzt passieren nach der Wahl, damit es mit den Beitrittsverhandlungen weitergehen kann. Also erstens, die Antwort ist, erstens muss es ein anerkanntes Wahlergebnis geben. Zweitens müssen die Gesetze aus dem Sommer wieder zurückgezogen werden. Also einmal das Gesetz, das den Nichtregierungsorganisationen die Arbeit in Georgien erschwert, das sogenannte Russlandgesetz. Und auch das Gesetz, das die Rechte von schwulen, homosexuellen, Transgender-Personen in Georgien scharf einschränkt, muss zurückgenommen werden, sagt die Europäische Kommission. Erst dann ist es möglich, den Beitrittsprozess fortzusetzen. Man war ja noch gar nicht in Beitrittsverhandlungen, sondern es ist immer noch eine Vorstufe, die da passiert. Also die Bedingungen müssen geschaffen werden, damit man überhaupt Beitrittsverhandlungen aufnehmen kann. Da ist noch eine ganze Reihe anderer Reformen nötig im Justizwesen, in politischen Dingen, die in Georgien noch nicht so funktionieren, wie man sich das in der EU vorstellt. Also da ist noch einiges zu tun. Der Ministerpräsident von Georgien hat heute noch mal gesagt, bis 2030 will er sein Land in die EU führen. Ob das so schnell geht, das wagen wir mal hier zu bezweifeln. Aber wie gesagt, noch sind die Voraussetzungen nicht da. Aber man nimmt in Brüssel auch zur Kenntnis natürlich, dass alle Parteien einen EU-Beitritt als Ziel haben. Also auch die Regierungspartei Georgischer Traum, der ja Russlandnähe unterstellt wird. Die will aber trotzdem in die EU und will übrigens auch in die NATO. Aber wie wahrscheinlich, Sie haben jetzt dieses Gesetz, dieses Agentengesetz von Russland oder diese russlandartige Gesetz angesprochen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Regierung das jetzt zurückzieht oder zurückrollt? Also das kann ich jetzt schwer beurteilen, wenn die Regierung tatsächlich die Wahlen gewonnen hat, so wie das die Wahlkommission festgestellt hat, also mit einer absoluten Mehrheit im Parlament, nehme ich mal an, dass man daran festhalten wird. Denn die Regierung hat argumentiert, als das Gesetz verabschiedet wurde, dass das also mit der EU-Mitgliedschaft ja eigentlich nichts zu tun hat und verweist auch darauf, auch wieder auf Ungarn, dass es ein Mitgliedsland gibt, das ähnliche Gesetze hat. Also Ungarn hat auch eine Art NGO-Gesetz und auch die Rechte von Schwulen und Lesben eingeschränkt, weil es in Ungarn keine sogenannte Schwulenpropaganda geben soll. Also da glaube ich kaum, dass die Regierung, wenn sie denn im Amt bleibt, und so sieht es im Moment ja leider aus, dann daran etwas ändern wird. Also da wage ich jetzt auch keine Prognose. Da wird man auf Seiten der Europäischen Union versuchen, sich da irgendwie einen Ausweg zu zimmern. Wie der aussehen soll, weiß ich noch nicht. Auf der anderen Seite sagt man hier in Brüssel auch, die EU hat es eigentlich nicht eilig. Die Georgier wollen ja in die EU, weil es wirtschaftliche Vorteile bringt, weil es politische Vorteile bringt. Die Georgier haben den Beitritt erst 2023 beantragen können, nach dem Ausbruch oder nach dem Angriff der Russen gegen die Ukraine. Die EU hatte es vorher nicht besonders eilig, damit Georgien aufzunehmen, weil der Staat immer schon politisch relativ von Spannungen gekennzeichnet war und nicht unbedingt mehr Ruhe in die EU gebracht hätte. Außerdem muss man ja auch sehen, dass der Konflikt mit Russland existiert nach wie vor. Russland besetzt etwa 20% des georgischen Staatsgebietes in Abchasien und Südossetien. Auch das wäre ein Konflikt, den man dann erstmal lösen müsste, bevor Georgien überhaupt in die Europäische Union aufgenommen werden kann. Unmittelbar nach der Wahl, Sie haben es schon gesagt, reist Ungarns Premierminister Orbán nach Georgien. Ungarn hat derzeit natürlich die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und Orbán hat natürlich die Regierungspartei sofort gratuliert. Wie wird sowas in Brüssel dann aufgenommen? Ja, inzwischen mit relativem Gleichmut, weil es ja nicht das erste Mal ist, dass der ungarische Premierminister aus der Reihe tanzt. Er hat ja schon im Sommer eine sogenannte Friedensmission in Moskau, Peking und den USA unternommen, um zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Das ging schief und wurde von der Europäischen Union auch als Provokation aufgefasst. Und so war es auch heute. Die EU-Kommission hat noch einmal bestätigt, Herr Orbán hat kein Mandat der Europäischen Union in Georgien, sich als Ratspräsident der EU zu äußern. Er kann dann natürlich als ungarischer Premier hinfahren. Das sei aber eine ganz bilaterale Veranstaltung. Muss man mal sehen, ob Herr Orbán das auch so sieht oder ob er nicht doch versucht, im Namen der EU sich da irgendwie zu äußern. Also man sieht das hier kritisch natürlich und vor allen Dingen kritisch, dass er schon gratuliert hat, obwohl die Europäische Union offiziell noch gar keine Meinung hat.
Richtig. Internationale Wahlbeobachter sprechen von zahlreichen Verstößen, haben wir schon besprochen. Die EU und die USA fordern eine Untersuchung der Vorwürfe. Was wissen Sie mehr darüber? Ja, die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und dessen Wahlbeobachtungsbüro und auch die Europäische Union und die Parlamentarische Versammlung der NATO haben alle Wahlbeobachter, die ihren Bericht vorläufig abgegeben haben und gesagt haben, der Ablauf der Wahl war insoweit eigentlich okay organisatorisch. Es gab an einzelnen Wahllokalen Vorfälle, wie sie auch ja der Kollege Rescheto geschildert hat. Ob das zu Wahlbetrug reicht, das muss man mal sehen, ob das jetzt in den nächsten Tagen festgestellt werden kann. Die Wahlbeobachter sagen aber auch, es gab im Vorfeld der Wahl natürlich erheblichen Druck auf die Wählerinnen und Wähler, die Regierungspartei Georgischer Traum zu wählen. Es gab Beeinflussungen von russischer Seite durch Medienkampagnen, durch Stimmenkäufe und andere Dinge mehr. Ob das allerdings so viel ausmacht, dass das Wahlergebnis an sich gefälscht worden ist, das ist unklar. Unklar ist auch, wie es kommen kann, dass die Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Wahlergebnis und den Vorwahlumfragen so groß ist. In den Umfragen hat der Georgische Traum so 35% der Stimmen gehabt. Jetzt hat er 53 bekommen. Wo kommen diese 20% her, ist die Frage, die die Wahlkommission auch noch mal klären muss. Aber die Wahlkommission, staatlich gelenkt in Georgien, ist jetzt aufgefordert von der EU, das zu untersuchen und auch einen Bericht vorzulegen. Wie lange das dauert, das wissen wir allerdings nicht. Das ist natürlich die spannende Frage. Und abgesehen davon, dass wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich große Proteste sehen werden, was kann die EU, nur mal um abzuschließen, in dieser Situation tun? Welche konkreten Schritte könnte Brüssel noch jetzt unternehmen? Ja, die Europäische Union hat natürlich Druckmittel gegenüber Georgien in der Hand. Eins hat sie schon angewendet. Sie hat im Sommer, als diese beiden Gesetze, über die wir gesprochen haben, verabschiedet wurden, 120 Millionen Euro an Beitrittshilfen gestrichen. Da sind noch weitere Streichungen möglich. Es ist Geld für 2025 vorgesehen. Das könnte man auch zurückhalten. Georgien die EU ist der größte Handelspartner Georgiens. Es gibt ein Visa-Abkommen. Georgier können ohne Visum in die EU reisen. Es gibt ein Freihandelsabkommen und viele andere Dinge mehr. 2,5 Milliarden Euro an Investitionen sind zugesagt in Georgien. Also da kann man schon, sagen wir mal, Druck ausüben. Aber konkret auf die Untersuchung der Wahlkommission und das, was da jetzt passiert in Georgien, konkreten Einfluss hat man hier natürlich nicht. Aber man wird die georgische Regierung wissen lassen, dass wenn sie sozusagen nicht auf den demokratischen Pfad zurückkehrt, dass man dann die Beitrittsverhandlungen ad ultimo aussetzen wird. Das werden wir natürlich alle weiter beobachten. Danke, Bernd Riegert, und danke nach Brüssel für dieses Gespräch.